Namaste, willkommen an diesem Video, in dem ich dich einladen möchte, gemeinsam uns dem siebten Chakra, das wir im Yoga erfahren dürfen, uns anzunähern. Es heißt Sahasrara Chakra und Sahasrara heißt im Deutschen übersetzt so viel wie das Tausendfache oder tausend Blütenblätter. Also wird es auch oft wörtlich übersetzt. Wir kennen es aber auch als das Kronenchakra oder Schattelchakra, denn genau dort ist es auch verortet, an der Fontanelle, also an dem Zusammenschluss der beiden Schädelknochen oder eben am Scheitel. Und das ist der höchste Punkt unseres Körpers. Und das zeigt auch schon so ein bisschen die Richtungen, die dieses Chakra uns bringt. Es schafft eine Verbindung zwischen uns und etwas Höherem. Das kann je nachdem für jeden von uns was anderes sein. Die einen haben da etwas Personifiziertes, also etwas Göttliches oder einen Gott oder Gottheit. Die anderen eher ein Gefühl, dass es mehr gibt als das, was wir mit unserem Ego darstellen oder mit unseren Sinneseindrücken erfassen können. Und die das Gefühl haben, da ist noch mehr, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so direkt wahrnehmen können. Es geht also um die Verbindung zu etwas Höherem oder etwas Größerem. Themen dieses Chakras sind unter anderem auch ein Gefühl, dass das Ego sich mal auflösen darf und nicht immer die dominierende Stimme in uns ist, sondern auch mal zurücktreten darf zugunsten eben des Gemeinschaftlichen oder Höheren. Es führt uns in der Yoga-Praxis in die Erfahrung der Meditation und der Stille. Und von daher sind auch körperliche Übungen in der Yoga-Praxis eher weniger für dieses Chakra repräsentiert. Ja, manche haben auch das Gefühl des Einswerdens, wenn sie sich diesem Chakra annähern. Eins werden mit der Welt, mit sich selbst, aber auch mit Dingen, die wir tun. Und das kennst du sicherlich ja auch, wenn du wirklich ganz bewusst in etwas vertieft bist, eins wirst mit der Tätigkeit, dann verschwindet so ein Gefühl von Zeit und Raum und dann spielt das gar nicht so die Rolle und wir sind so wirklich versunken in den Dingen, die wir tun. Und das ist schon so eine kleine Erleuchtung, würde man im Yoga sagen. Also das Gefühl zu verschmelzen mit etwas. Und das ist vielleicht auch ein Eindruck oder eine Frage, die wir beantworten können, was eigentlich Erleuchtung bedeutet. Vielleicht geht es ja in die Richtung, ich bin mit etwas verbunden, etwas Höherem und Größerem als meinem Ego und mir selbst. Ich habe das Gefühl, verschmolzen, verbunden zu sein. Und wenn ich da wirklich mal eintauche in den Moment, dann ist da in diesem Moment ein Gefühl der Zeitlosigkeit, der Größe, etwas, in dem Raum und Zeit keine große Bedeutung mehr haben und ich wirklich versunken bin und eins werde. Ja, das ist auch vielleicht nicht unbedingt so gut greifbar, dieses Chakra. Ja, als wir unsere Reise begonnen haben, vielleicht warst du da schon dabei, im ersten Chakra, da ging es noch sowas wie mein Gefühl des Geerdetseins. Ja, ich fühle die Erde, ich fühle ihren Halt, ich fühle ihre Kraft und Stärke, ich bin mit ihr verbunden. Das kann man noch gut irgendwie aufbauen, dieses Gefühl. Hier oben eins werden, erleuchten, meditieren, das ist schon eher schwieriger. Und von daher ist der Weg zu diesem Chakra vielleicht nicht ein Weg, den man mit einem Yoga-Video gehen kann, sondern ein Weg, der eine Lebensaufgabe für viele von uns und für mich sicherlich bedeutet. Und vielleicht kann das Video so etwas antasten von diesem Chakra und ich lade dich dazu ein. Was du für diese Yoga-Praxis brauchst, ist eine Matte oder eine Unterlage, auf der du gut praktizieren kannst. Wie gesagt, wir werden nicht so viel machen, aber schon uns darauf vorbereiten, dass wir nachher eine längere Zeit im Sitz verbringen können. Ein Sitzkissen ist immer gut oder etwas, auf das du dich setzen kannst. Denn je höher du dich setzt, desto bequemer wird es dann im Anschluss. Und wir bleiben eine Weile nachher im Sitzen. Und ich habe mir für die Praxis auch einen Block mitgebracht. Vielleicht hast du das einen Yoga-Block oder nimmst nachher einfach dein Sitzkissen, je nachdem. Gut, wir werden jetzt eine kleine Yoga-Praxis gleich machen, die uns im Wesentlichen darauf vorbereitet, uns zu mobilisieren und für den Sitz gut vorzubereiten. Tauchen dann im Sitz nach innen ein, spüren die Atmung, haben ein Gefühl, dass sie uns durchströmt, werden sie ein bisschen lenken und beobachten und verändern und uns dann von diesem Fokus des Beobachtens der Atmung lösen.
Und das ist ein Weg, den wir in der yogischen Meditation auch gehen. Ja, wir können auf ein Objekt meditieren, ein Gegenstand vor uns in der Welt oder in uns oder ein Gefühl oder eben die Atmung. Das ist ein Teil der Meditation. Ein zweiter Schritt wäre es, von diesem Fokus, von diesem Blick auf etwas, von dieser geistigen Tätigkeit dann wieder loszulassen und das Feld für das große Ganze zu öffnen. Und da erwartet uns dieses Chakra. Lass uns beginnen mit einem bequemen Sitz. Und dann richte dir den Sitz so ein, dass du das Gefühl hast, du kannst da ein paar Momente jetzt gut und gemütlich verbringen. Dann nimm ruhig den Raum noch einmal wahr, den Raum, der dich jetzt umgibt, um ihn zu hören, zu fühlen, zu riechen und zu spüren. Dann lass uns von diesen äußeren Räumen lösen und den Blick nach innen bringen. Wie fühlt sich dein Sitz an und dein Körper? Jetzt in diesem Augenblick. Wir haben die Chakras im Yoga, 7 Chakras, und wir verorten diese Chakras entlang der Wirbelsäule. Heute ist die Krönung am Scheitel und der Weg begann aber ganz woanders. Er begann im Bereich des Steißbeins. Ich möchte dich bitten, den Blick dorthin zu bringen, in die Auflagefläche deines Beckens. Vielleicht kannst du sogar die Sitzbeine spüren. Die Unterlage spüren, auf der du sitzt. Und da an dieser Unterlage, an dieser Verbindung zwischen deinem Steißbein und dem, auf dem du sitzt, da ist dieses erste Chakra, Muladhara, das Chakra der Erde, das Chakra des Verwurzelns. Und wir brauchen es für diese Praxis, so wie wir alle Chakras brauchen, denn sie bauen aufeinander auf, um uns diesem obersten 7. auch anzunähern. Und das braucht die Basis, es braucht ein Fundament. Das Wurzelchakra ist die Möglichkeit, mal anzukommen. So wie jetzt, so nimmst du dir jetzt Zeit für dich. Du bist nicht verwurzelt, wenn du gleich das Gefühl hast, wieder aufzuspringen, auf jedes Geräusch oder jeden Eindruck zu reagieren und gleich wieder wegzugehen. Dann bist du nicht gut verwurzelt. Du bist ein bisschen zu viel verwurzelt, weil das jetzt einfach schwer wird und träge. Und du das Gefühl hast, gar nicht mehr vom Fleck zu kommen. Finde eine gute Mitte für dieses Chakra. Ja zu sagen dazu, dass du einen Raum für dich jetzt kreierst, dass du einen Ort gefunden hast, auf dem du sein kannst, und hier darfst du auch sein. Sei verwurzelt in diesem Moment, hier und jetzt. Und darauf baut das zweite Chakra auf, Svadhisthana, das Chakra der Lebendigkeit und des Wassers. Wasser ist fließend, Wasser passt sich an, Wasser ist immer dynamisch. Und dieses Chakra ist ein bisschen höher orientiert an der Wirbelsäule. Es ist im Bereich der Hüftgelenke oder der Kreuzbeinplatte orientiert. Und so kann der Sitz nicht nur geerdet sein und stabil und fest, sondern er wird darin auch lebendig. Dein Körper ist lebendig, er ist dynamisch, er bewegt sich, das darf er auch, er verändert sich. Ein bisschen zu viel vom Chakra wäre das Gefühl, so wischiwaschi zu sein und gar nicht mal anzukommen und immer in Bewegung zu sein. Ein bisschen zu wenig davon wäre das feste Gefühl, das steife Gefühl, das Gefühl, gar nicht richtig in die Bewegung und in die Gänge zu kommen. Ich finde da auch eine gute Mitte, einen lebendigen, freien Sitz. Und dann kommt zum dritten Chakra, Manipura, das Chakra im Bereich des Solarplexus, also des Bauchcontainers, um den Bauchnabel oder was oberhalb des Bauchnabels, je nachdem, wo du das selbst für dich verortest, die kraftvolle innere Mitte. Das Element ist Feuer und Feuer hat Energie, Feuer ist kraftvoll und stark und Feuer brennt. Und das ist das Thema dieses Chakras. Es gibt dir die Energie,
den Willen, etwas zu erreichen. Es ist die Batterie, die dich antreibt. Ein bisschen zu viel wäre, immer wieder zu brennen, für etwas zu verbrennen innerlich, zu viel Hitze zu haben, zu viel Macht, zu viel Willen, zu viel Wut vielleicht auch. Zu wenig wäre, völlig antriebslos zu sein und gar keine Energie für irgendwas zu haben. Auch hier lädt das Chakra an, eine Mitte zu finden, die Energie und den Willen immer dann, wenn du ihn brauchst. Etwas, das dich vorantreibt, ohne wirklich zu viel zu wollen, ohne es zu übertreiben, ohne dich zu verrennen. Und darauf baut das nächste Chakra auf. Das ist das Chakra des Herzens. Anahata, das vierte Chakra. Das Herz, das uns die Liebe schenkt, das Mitgefühl, die Anerkennung, die Zuneigung zu uns. Denn ich darf, so wie ich bin, so darf ich sein. Ich darf mich bejahen und annehmen, aber natürlich auch die anderen, die Welt, wie sie ist und sein darf und die Mitmenschen, wie die sind. Es schafft eine positive Verbindung zu mir und zur Welt. Zu viel davon wäre vielleicht die Option, sich zu verlieren und sich nur für andere zu verausgaben. Zu wenig wäre zu erkalten emotional, zu verhärten. Eine gute Mitte ist es, zu wissen, was gut tut. Und ja zu sagen. Zu sich und zu anderen. Und dann beginnt uns darauf Vishuddha Chakra, das Chakra des Kehlkopfs, das fünfte Chakra, das wir im Yoga erfahren dürfen. Es ist auch im Kehlkopf verankert, also in Höhe der Halswirbelsäule. Das Chakra der Kommunikation. Ich kann meine Gefühle kommunizieren, ich kann meine Wünsche nach außen tragen, aber ich kann sie auch, ja, kann sie auch aufgreifen, meine inneren Wünsche. Ich schaffe eine kommunikative Verbundenheit zu mir und zu anderen. Zu wenig wäre gar nicht auf andere oder auf sich selbst einzugehen und seine Wünsche zu negieren. Zu viel wäre immer nur dieses Gefühl zu haben, da verausgabe ich mich, ich drücke anderen meine Wünsche auf, ich will so sein, wie ich bin und andere sind mir egal. Und ich überrenne kommunikativ andere oder ich zwinge andere, etwas zu tun und bin nicht mehr gewaltfrei in meiner Kommunikation. Eine gute Mitte ist zu sagen, ich weiß um meine Bedürfnisse und Wünsche und ich kann sie wohlwollend und bejahend artikulieren und andere Wünsche auch annehmen. Und einen guten, gewaltfreien Austausch finden. Und dann kommt das nächste Chakra, das ist auf Höhe des dritten Auges, also ein Bereich zwischen den zwei Augen, die wir haben, Andhya Chakra, das Chakra der Intuition und der inneren Weisheit. Denn wir können die Dinge rational und logisch erklären, so ist die Welt aufgebaut, wir können aber auch ein tiefes inneres Wissen erfahren. Wir wissen manchmal sehr genau, was uns gut tut oder was wir brauchen. Oder wir wissen um unsere Gefühle, um Liebe und so weiter und geben den Dingen Raum. Und das kommt aus einer inneren Weisheit heraus, aus einer tiefen Erfahrung, dass wir verbunden sind mit dem, was uns wirklich trägt. Dem uralten Wissen in uns. Zu wenig wäre vielleicht zu logisch, zu kalt und zu rational zu sein, aber zu viel wäre, sich nur dieser Intuition, diesem Bauchgefühl hinzugeben und gar nicht mehr Dinge auch zu hinterfragen oder Neues zu kreieren auf logischem oder rationalem oder plausiblen Weg. Und jetzt kommt das siebte Chakra. Es bedingt die Verbundenheit zu den anderen Chakras, die aufeinander aufbauen. Und erst wenn wir das Gefühl haben, dass diese Chakras, ich mit denen verbunden bin und dass die in sich untereinander verbunden sind, dann können wir uns diesem siebten Chakra zuwenden. Und ich bitte dich, euch einmal einfach eine Hand zu nehmen und mit einem Finger, mit einer Fingerkuppe den Scheitel
also dieses Kron, diese Kronfläche des Kopfes zu berühren, einfach nur berühren und diesen Druck, diesen Kontakt zu erfahren. Dir vorzustellen, dass du mit diesem Kontakt noch einmal nach oben strebst, nach oben wächst. Und dann nimm die Hand wieder zurück und spür noch dieses Gefühl, da berührt mich etwas, da ist etwas. Und ich hebe das nach oben in die Welt, indem ich mich aufrichte. Dann bring die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander. Und wenn die Ausatmung kommt, dann vertief sie. Wenn du einatmest, dann öffne die Arme, bring sie zur Seite, mach einen großen Bogen nach oben, bring die Hände über dem Kopf zueinander und streck sie nach oben aus und atme noch einmal tief ein. Und atme aus, bring die Hände zur Stirn, dann zum Mund, dann zum Raum des Herzens. Ein zweites Mal einatmend die Arme öffnen, ein ganz weiter, großer Bogen nach oben. Ausatmen die Hände zueinander, zur Stirn, zum Mund, zum Herzen. Wenn du magst, dann verbeug dich einen Moment vor dir selbst. Dankbar für diese Yoga-Praxis, die vor uns liegt, im tiefen inneren Wissen, dass sie uns miteinander verbinden wird. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen und einen Schneidersitz zu nehmen, also die Schienbeine zu kreuzen. Wir werden für die Sitzsequenz, die nachher folgt, die Hüftgelenke jetzt vorbereiten. Ich bitte dich, die Schienbeine einfach ganz locker zu kreuzen, sodass sie nicht zu sehr aneinander sind, sondern so ein bisschen Raum zwischen den Schienbeinen hast. Also einfach die Hände unter die Knie bringen, Knie etwas heben und fallen lassen. Und das machst du weiter. Ganz locker, Knie anheben und loslassen. Und wenn du jetzt merkst, das ist jetzt sehr fest, das ist eher so ein Plumpsen nach unten, dann versuch etwas mehr Entspannung in den Raum der Hüftgelenke zu bringen, sodass vielleicht die Beine ein bisschen nachschwingen. Manchmal gibt es also auch eine innere Verbindung zwischen Hüftgelenken und Kiefergelenken. Vielleicht beißt du jetzt gerade die Zähne zusammen oder Kiefer sind fest. Bitte dich, die Kiefer ein bisschen zu lockern. Manchmal geht es dann auch ganz lockerer in den Hüftgelenken. Okay, einmal noch bitte und loslassen. Und dann bring das andere Schienbein nach vorn und mach das nochmal. Heben und fallen lassen und beobachten, ob es mal schwingt und wenn ja, wie oft. Und wenn nicht, dann etwas lockerer werden, mal Kiefer bewegen. Und noch zwei, dreimal. Gut, dann stell die Füße bitte vor dir auf, schüttel die Beine aus und bring jetzt die Fußsohlen zueinander. Und öffne die Knie nach außen. Du kannst, wenn du magst, die Fußfesseln, also Fußgelenke greifen oder Füße greifen oder dich einfach hinter dir abstützen, je nach Wunsch. Und die Knie ein bisschen heben und fallen lassen. Falls du eine Unterlage möchtest, damit die Knie nicht ganz so weit nach unten sinken und das hier in den Innenleisten angenehmer ist, dann leg dir etwas unter die Knie. Wenn du merkst, dass das eine ganz gut geht und die andere Seite gar nicht so gut geht, dann ist das völlig normal. Das ist die Hüfte. Die hat zwei Seiten und die sind oft sehr unterschiedlich. Wenn es nicht schwingt und nachschwingt, dann versucht da so einen etwas Schwung in die ganze Bewegung zu bringen und beobachte euch mal, wie oft die Beine nachschwingen, wenn du sie nach unten entspannst. Vielleicht hilft auch die Idee, dass das wie ein sanfter Flügelschlag eines Schmetterlings ist.
Okay, und ein letztes Mal. Und dann hilf gern nach und bring die Knie wieder zueinander. Streck die Beine aus und schüttel sie aus. Und klopf mit ihnen die Unterlage aus oder beweg dich so, wie es für dich gut ist. Und dann lass uns in den Vierfüßler weitermachen. Und dann ziehe Bewegungen, die für dich gut tun. Das kann zuerst mal so ein ganz locker, leichtes Räkeln sein. Und durchbewegen. Und beginne mit dem Becken Kreise zu zeichnen. Wir gehen jetzt von der Bewegung der Hüftgelenke in die Bewegung des Beckenraums. Und von dort durch den Rücken hindurch, um ihn auch zu bewegen und zu mobilisieren. Und dann, wenn du hier kreist, dann kreis auch in die andere Richtung. Und mach daraus eine schlängelnde Bewegung durch die Wirbelsäule Richtung Schultern und Kopfbereich. Es geht in diesem Chakra gar nicht so sehr um das Grobe und Äußere, sondern vielmehr um das Feingefühl im Inneren. Du kannst also auch gerne die Augen schließen und dich mal mit einem sinnlichen Gefühl durch diese Bewegung schmelzen lassen. Ganz gleich, wie sie von außen aussehen würde. Nimm auch die Schultern hinzu. Und wenn du beenden möchtest, dann komm bitte zum Kind. Hier möchte ich dich bitten, die Hände unter die Stirn zu bringen, die Stirn auf die Handflächen abzulegen. Vielleicht sogar mit einem oder mehreren Fingern den Scheitel berühren, die Fontanelle. Lass uns einen Moment hier innehalten. Nimm den Boden wahr, der dich trägt. Nimm die Atmung wahr, die dich durchströmt. Dann komm bitte in einen Sitz. Es kann vielleicht gleich ein Fersensitz sein. Wenn der für dich weniger gut geeignet ist, dann leg dir eventuell was zwischen die Füße und setz dich darauf oder finde einen anderen Sitz. Aber sei gewiss, wir bleiben nicht lang, wir gehen gleich wieder weiter. Also, bequemer Sitz. Dann beweg die Schultern bitte hoch und runter, vor und zurück. Ganz für dich, ganz frei und locker. Und probiere Variationen und Kreationen aus. Und dann verschränk die Finger bitte vor dir. Dreh die Handinnenfläche von dir weg und heb dann die Arme nach oben. Jetzt stell dir vor, du hast da so ein Luftpolster an den Handflächen und schiebst das hoch Richtung Decke. Also streck die Arme hoch, heb die Schultern hoch, mach dich lang. Kannst gerne die Augen wieder schließen, wenn du möchtest. Dann nimm die Größe wahr. Ist ein Abstand von den Hüften hoch zu den Flanken. Die langen Achseln, die langen Arme, die Handflächen, die nach oben wachsen. Und immer wenn du einatmest, dann räkel dich ein bisschen höher und streck dich noch weiter aus. Wachse auch mit dem Scheitel nach oben. Und wenn du ausatmest, dann erde dein Becken. Noch einmal bitte, ganz tief einatmen, nach oben strecken und ausatmen, löst bitte wieder auf und bring die Hände zurück. Und dieses Gefühl, gestreckt zu sein, lang zu sein, das nehmen wir jetzt mit in den Vierfüßler zurück. Und ich bitte dich, dein Becken etwas zurückzuschieben, mit den Händen nach vorn zu gleiten und mit der Stirn oder dem Scheitel, je nachdem, was du jetzt am liebsten magst, die Erde zu berühren.
Du kannst gerne auf den Fingerkuppen bleiben, wenn du möchtest. Die Oberarme nach oben führen. Den Scheitel ablegen oder die Stirn ablegen. Und ausatmend in die Länge fließen und dein Brustbein und dein Raum des Herzens Richtung Erde schmelzen lassen. Stell dir auch hier vor, dass du wächst. Du wächst, indem du die Hüftgelenke nach hinten führst und mit den Fingern nach vorn krabbelst. Komm wieder zurück in den Vierfüßler. Und dieses Gefühl der Weite und Länge nehmen wir mit in den abwärts schauenden Hund. Stell die Füße dafür auf, schieb dein Becken hoch und streck dich. Und beug dafür die Knie. Ja, das ist ein bisschen paradox. Um den Rücken zu strecken, lohnt es sich, etwas zu beugen. Zwar die Knie, Knie beugen, komm nah an die Oberschenkel, schieb dein Becken hoch. Stell dir vor, das sind die Sitzbeine, die du nach oben gipfelst. Und dann drücke deine Handflächen in die Erde, schieb sie nach unten in den Boden. Und finde wieder ein Gefühl von Weite zwischen Händen und Hüftgelenken. Streck dich nach oben. Und lauf jetzt, senk eine Ferse tief und dann die andere. Wir brauchen heute ein bisschen die Dehnung der Beine. Das können wir jetzt vorbereiten. Du kannst gern die Augen schließen, denn da gibt es gar nicht so viel zu sehen. Jedenfalls nicht im Äußeren, vielmehr im Inneren. Als könntest du sehen, wie die Muskeln sich dehnen, wie du dich innerlich bewegst. Und dann beug bitte noch einmal beide Knie, heb beide Fersen, schieb dein Becken hoch, drück die Hände nach unten, werd lang, streck dich aus und senk dann die Fersen tiefer. So wie sie mögen, so tief wie sie kommen möchten. Und atme die gesamte Länge. Und dann öffne die Augen wieder, schau nach vorn Richtung Hände und wandere nach vorn mit den Füßen. Und dann tauche hier in eine weiche, sanfte Vorbeuge ein. Du kannst gern noch einmal die Knie beugen, denn wir sind hier in einer kleinen Yoga-Praxis und auch ganz am Anfang. Manchmal ist es einfach schöner, die Spannung aus den Beinen, Rückseiten und die Kniekehlen rauszunehmen. Und umso weicher und gelassener kann der Oberkörper nach unten gleiten. Verschränk gern die Arme. Und dann den Kopf ganz locker bewegen, die Arme lockern, lass dich ein bisschen hin und her schwingen und baumeln. Und stell dir vor, dass dein Scheitel, dieser Punkt, an dem Sahasrara ruht, dass der peu à peu Richtung Erde schmilzt. Und wenn du möchtest, du kannst zwischendurch auch gern die Beine ein bisschen mehr strecken. Und dann löse auf, bring die Hände auf die Oberschenkel, komm in eine Hocke nach oben. Bitte dich jetzt wieder die Finger zu verschränken, Handflächen nach oben zu heben und zu atmen. Einatmen, nach oben wachsen in diese Hocke, ausatmen, das Becken etwas erden. Und mit dem nächsten Einatmen zieh dich ganz hoch, richte dich auf nach oben und ausatmen, bring die Hände zur Seite. Und spür nach. Du kannst gerne die Augen wieder schließen. Den Boden wahrnehmen. Auch den Scheitel wahrnehmen. Und diesen, so eine innere Linie denken. Vom Scheitel Richtung Erde. Diese Linie lotgerecht orientieren hier im Stehen. Eine innere Linie, eine innere Achse, an der die Chakras des Yoga orientiert sind. Und damit sind sie auch übereinander gestapelt, diese Chakras. Und stell dir vor, sie sind aktiv. Wenn du so das Energie lenken möchtest, dann stell dir vor, dass da Energie durch diese Chakras strömt, von unten, von dem Wurzelchakra nach oben, zum Scheitelchakra, zum Kronchakra. Manchmal kribbelt das, manchmal wird es warm, manchmal ist es nur ein Gefühl, manchmal eine Farbe, wie auch immer. Und
Dann nimm die Atmung dazu. Immer wenn du einatmest, dann atme nach oben ein, in die Krone deines Kopfes und darüber hinaus nach oben Richtung Himmel. Wenn du ausatmest, dann nach unten. Es würde die Ausatemluft die Wirbelsäule entlang strömen, in den Raum des Beckens, in die Beine, in die Füße, in die Erde. Und dann öffne die Augen wieder, bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Beug die Knie ein wenig, tauch mit den Fingerspitzen Richtung Knie ein. Atme ein, heb dich über den Arm nach vorn hoch, streck dich lang. Atme aus, öffne die Arme, beug die Knie, verbeug dich zur Erde nach unten. Atme ein in die halbe Vorbeuge nach vorn. Atme aus in die ganze Vorbeuge nach unten. Atme ein, schwing den rechten Fuß weit nach hinten. Atme aus, nimm den linken Fuß dazu, in den Hund. Atme ein in den Katzenbuckel und dann zum Pferderücken. Atme aus zum Kind. Atme ein nach oben in den Katzenbuckel. Dann zum Pferderücken. Eine Welle vom Becken durch den Rücken hindurch Richtung Scheitel. Atme aus in den abwärts schauenden Hund. Schieb dein Becken hoch, entspann den Nacken, lass den Scheitel, die Krone Richtung Erde schmelzen. Drück die Hände nach unten. Einatmend in den Liegestütz. Eine ganz gestreckte Variante, ganz viel Raum zwischen Fersen und Scheitel. Die Fersen schieben zurück nach hinten. Dein Scheitel, diese Krone, strebt nach vorne in die Welt. Mit dem nächsten Ausatmen beugt die Arme und komm in die Bauchlage. Einatmen, roll die Schultern zurück, roll dein Becken ein, heb dich nach vorn hoch, atme aus, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann hebt einatmend dein rechtes Bein nach oben. Atme hier weiter, schieb die rechte Ferse weit weg. Und jetzt dreh deine rechte Hüfte auf, schieb die rechte Hüfte über die linke. Dein Bein zeigt nach rechts, auch der Blick kann unter der rechten Achsel zur Seite schauen. Und dann dreh die Hüfte wieder zurück, bring sie parallel, lass dein rechtes Bein gehoben. Nochmal rechte Hüfte aufdrehen, Blick unter der rechten Achsel hindurch, rechtes Bein ein bisschen mehr heben. Und jetzt schau Richtung Hände und schwing den rechten Fuß nach vorn. Gut. Jetzt lass dein Becken ein ganz klein wenig federn, hoch und runter. Und dann kannst du auch gerne die Augen schließen, wenn du möchtest, und mal spüren, wo ist die Bewegung, wo dehnt sich etwas, wo geschieht etwas in dir. Dann öffne die Augen bitte wieder und dreh dein hinteres Bein aufwärts, sodass die Ferse nach innen kommt. Du kannst gerne beide Fersen an eine Linie orientieren. Im Moment ist dein rechter Arm an der Außenseite des Beines. Drück dein Knie an den Oberarm heran und lass dein Knie genau dort, wo es jetzt ist. Und dann bringst du die rechte Hand nach innen. Und auch hier bitte ich dich, dein Knie nochmal zu beugen nach vorn, mit dem Becken etwas tiefer zu kommen, wieder ein Stück zurückzugehen, dein Becken etwas zu heben. Also ein paar Mal hier eintauchen in die Bewegung. Okay, und dann lass es auch wieder ausschwingen. Denk dir noch einmal diesen Kontakt des rechten Knies an den rechten Oberarm, vorhin zumindest, diesen Kontakt, als die Hand noch außen war. Lehn dein Knie an diesen imaginären Oberarm an und wandere mit beiden Händen einen Schritt, zwei Schritt, drei Schritt nach links. Mal zum Knie schauen, wenn es jetzt nach innen gekommen ist, dann führ es wieder nach außen, lehn es nach außen an und beweg dich hier nochmal ein bisschen bitte. Jetzt kannst du gut merken, dass die Dehnung an der Innenseite des linken Beines ist. Wenn du mehr möchtest, dann wander mit den Händen weiter weg und stell dir vor, dass dein Scheitel Richtung Erde strömt. Und dann komm wieder zurück, rechte Hand nach außen, hinteren Fuß aufstellen, der Schritt zurück in den Hund. Und die Beine bitte ausschütteln. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, vom Becken durch den Rücken Richtung Scheitel, ausatmend der abwärts schauende Hund. Dann heb dein linkes Bein nach oben an.
Jetzt dreh die Hüfte auf, linke Hüfte über die rechte. Und bring die Hüfte wieder zurück, parallel. Ja, nochmal, linke Hüfte über die rechte, Blick nach links und wieder zurück. Und ein letztes Mal, linke Hüfte heben über die rechte, Blick unter der linken Achsel hindurch, Beine ein bisschen höher heben, dann schau nach vorne Richtung Hände und schwing den Fuß vor. Ganz locker, bitte bewegen. Hüfte hoch und runter, in das Becken hineinfedern. Und dann bitte ich dich, die rechte Ferse so zu orientieren, dass sie nach innen kommt. Das ist eine Auswärtsrotation des rechten Hüftgelenks. Schau nochmal, ob die Fersen ungefähr parallel sind. Und jetzt bring den Blick zur linken Hand, die ist außen am Fuß. Lehn dein Knie gegen den Arm und merk dir diesen Kontakt. Und bitte noch einmal das Knie ein bisschen beugen und ein bisschen strecken. Mit dem Becken sanft federn. Diese Dehnung hat sich jetzt sichtbar verlagert an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Und jetzt nimmst du die linke Hand nach innen. Denkst immer noch, dass du dein Knie nach außen anlehnst und wanderst so 2, 3, 4 handbreit nach rechts. Einmal sanft bewegen. Die Dehnung auch innerlich sehen mit dem inneren Auge oder mit einem Gefühl, mit einem Gespür für das, was du tust. Und wenn du da mehr magst, dann lauf mit den Händen weiter weg, sink mit dem Brustbein Richtung Erde. Oder stell dir vor, dass dein Scheitel Richtung Erde schmilzt. Und dann komm wieder zurück in den abwärtsschauenden Hund. Ein bisschen bewegen und lockern und durchatmen. Einatmend zum Liegestütz, ausatmend zur Bauchlage. Einatmend in die Rückbeuge. Ausatmen, zurück in den Hund. Einatmend, wander nach vorn Richtung Hände. Ausatmend, entspann dich in eine Vorbeuge nach unten. Einatmend, wechsel in die halbe Vorbeuge. Streck den Oberkörper nach vorn. Ausatmend, entspann dich noch einmal weich nach unten. Einatmend, komm über die Hocke hoch, öffne die Arme zur Seite, streck sie hoch in die Welt. Ausatmend, bring die Hände zum Herzen. Wenn du hier angekommen bist, dann spür wieder nach. Geh mit einem inneren Blick in die Erfahrung deines Körpers. Dann stell dir die Chakras vor, wie sie wieder übereinander orientiert sind, der Wirbelsäule entlang. Wie sie lebendig sind, wie sie pulsieren, wie sie atmen. Und wenn die Augen zu sind, dann öffne sie wieder. Denn jetzt brauchst du eine Erhöhung. Ich habe mir dafür einen Yoga-Block gesucht. Wenn du einen hast, ist das gut. Wenn nicht, dann nimm dir ein Sitzkissen oder einfach etwas, das du stapelst. Und dann stell diesen Stapel vor dir auf. Und komm bitte in eine Grätsche. Nicht gleich so weit. Eher so, dass du es erstmal vom Gefühl her recht komfortabel ist. Hände kannst du einfach an die Hüfte orientieren und jetzt kurz für die Ausrichtung bringst du den Blick zu, zu den Füßen und orientierst ungefähr die Außenkanten der Füßen parallel zueinander. Und dann heb die Zehen. Manchmal heben sich auch die Innenfüße etwas, also diese Innenknöchel. Fäche die Zehen auf und leg sie ganz lang und weich zur Erde zurück. Dann sei hier gut verbunden. Und stell dir vor, du ziehst die Beinmuskulatur ganz sanft hoch Richtung Becken, als würdest du einen Muskelstrumpf anziehen oder die Kniescheiben sanft heben. Und wenn du die Muskulatur sanft nach oben führst, dann drück gleichzeitig die Füße wieder nach unten in die Erde. Richte den Oberkörper auf, schließ sanft den Beckenboden,
Wachst dann mit dem Brustkorb nach oben. Schenk ihm ein Gefühl der Leichtigkeit, der Weite. Entspann die Schultern, den Nacken und lass den Scheitel nach oben streben. Und immer wenn du einatmest, dann stell dir vor, du ziehst die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken. Du machst die Flanken lang, du strebst mit dem Scheitel hoch. Wenn du ausatmest, dann stell dir vor, dass du Kraft, dass du Energie oder auch Gewicht nach unten gibst in die Erde. Jetzt kipp dein Becken bitte nach vorn, sodass dein Oberkörper sich nach vorn neigt. Es muss nicht weit sein. Manchmal so das Gefühl, als wäre der Rücken parallel zum Boden. Manchmal ist es ein Gefühl. Manchmal ist er wirklich parallel zum Boden. Jetzt drück die Hände bitte an die Oberschenkel, drück sie nach hinten und dadurch passiert etwas Gutes, etwas Schönes. Dein Scheitel strebt weiter nach vorn in den Raum. Die Hände drücken nach hinten und dein Scheitel wächst. Die Wirbelsäule streckt sich. Visualisiere deine Sitzbeinhöcker und stell dir vor, die schieben nach oben. Denn dein Becken kippt nach vorn. Jetzt bring die Hände bitte an diese Unterlage vor dir. Und wenn das jetzt sehr tief ist oder sehr hoch ist, dann justiere das nochmal nach. Und jetzt wäre eine Möglichkeit, diese Schrittstellung zu erweitern. Ja, vielleicht die Füße etwas weiter nach außen zu bringen. Denn inzwischen haben sich die Beinmuskeln da angepasst. Aber nicht bis zum Maximum. Einfach da, wo es vielleicht gut in den Innenseiten dehnt, aber eben noch lebendig ist und nicht alles gleich fest ist. Der Rücken bleibt lang orientiert im Gefühl und wir gehen in eine Drehbewegung, die linke Hand gut aufstützen und dann bring den rechten Arm über die Seite hoch, dreh dich nach rechts auf. Du kannst dem Arm hinterher schauen, Richtung Himmel, wenn du möchtest und dann komm wieder zurück. Der Seitwechsel, linke Arm über die Seite heben, der Hand gerne hinterher sehen und wieder zurückkommen. Mach das für dich und verbinde die Atmung. Für die einen ist die Einatmung schön, um sich aufzudrehen, die Ausatmung, um zurückzudrehen. Für die anderen ist die Ausatmung schön, um sich aufzudrehen und die Einatmung schön, um zurückzukehren. Finde das für dich. Beginn jede Runde noch zweimal, jede Seite noch zweimal. Wenn du wieder angekommen bist, aus der linken Seite heraus, dann bring die Fersen und Zehen Schritt für Schritt wieder zueinander. Fersen, Zehen. Bis fast zum Stand. Dann die Hände an die Hüfte zurück und dann richte dich nach oben wieder auf. Gut. Wenn Bewegungen gut sind, dann lass sie entstehen. Wir gehen nochmal in die Grätsch-Haltung, Prasarita Padottanasana. Die Füße bitte wieder nach außen öffnen, nicht bis zum Maximum, vielleicht auch nicht ganz bis dort an den Punkt, an dem du gerade warst. Eher wieder Schritt für Schritt, Fußaußenkanten parallel, die Zehen heben, Großzehenballen in die Erde drücken, Zehen auffächern, sanft ablegen. Die Knie lang machen. Also strecken, schieb die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten weg.
Zieh die Beinmuskulatur Richtung Hüfte, Richtung Becken, schließ den Beckenboden und schieb von dort die Füße wieder nach unten in die Erde. Die Hände an die Hüfte, Oberkörper aufrichten. Stell dir vor, der innere Abstand zwischen Beckenraum und Brustkorb wächst, Brustkorb hebt sich, Flanken verlängern sich durch die Achseln hoch, der Nacken ist lang, der Scheitel und das Kronchakra streben nach oben. Und dann kippe dein Becken nach vorn. Lass den Rücken lang werden. Und stütz die Hände auf diese Unterlage. Und dann kannst du eventuell diese Weite zwischen den Füßen vergrößern, je nach Wunsch. Und jetzt bitte ich dich, dein Becken weiter nach vorn zu kippen und den Oberkörper nach unten zu neigen. So wie vorhin, diese stehende Vorbeuge, nur diesmal gegrätscht. Oberkörper neigt Richtung Erde. Und manchmal gelingt es, den Scheitel auf diese Unterlage, die du hast, aufzusetzen. Wenn du merkst, es ist zu hoch oder zu tief, dann passt das bitte nochmal an. Wenn du diese Art der Vorbeuge magst, dann kannst du auch diese Unterlage noch flacher machen oder noch anpassen oder weglassen. Nutz dafür deine eigene Idee, deine eigene Variante. Und dann, wenn du mit dem Scheitel, mit diesem Chakra die Erde oder die Unterlage berührst, dann tauch in diese Berührung ein. Mit dem Geist, mit den Sinnen, mit dem Gefühl. Und dann löse langsam wieder auf und komm Schritt für Schritt zurück nach oben. Und um diese Grätsche zu verkleinern, bietet es sich an, Fersenzehen, Fersenzehen, Schritt für Schritt zueinander zu bringen. Und dich wieder aufzurichten. Dann stell die Füße Hüftgelenk breit zueinander und spür nach. Die Energie in deinem Körper, das Kribbeln und Strömen, das Atmen. Wir werden jetzt diese muskuläre Dehnungsspannung in den Beinen auflösen. Das geht mit Kraft, mit der Hocke, Utkatasana. Ich bitte dich, die Knie zu beugen. Die Finger zu verschränken und die Arme nach oben zu heben. Und dann beugt die Knie angenehm weit, sodass es wirklich kraftvoll ist für die Oberschenkel- und Beinmuskulatur. Und genau diese Kraft löst diese Dehnungsspannung im Laufe der Zeit auf. Jetzt stell dir vor, du ziehst die Füße aufeinander zu. Du faltest die Unterlage unter dir. Und atme. Ein bisschen tiefer mit der Hocke. Tiefer, tiefer, bring die Hände vor den Raum des Herzens. Und vielleicht noch tiefer. Wenn es dir möglich ist, kannst du dich jetzt gleich setzen. Wenn nicht, dann such dir einen anderen Weg zum Sitzen. Und wenn du hier angekommen bist, dann die Beine ausschütteln. Alles beleben, bewegen, erfrischen. Und wir werden jetzt im Sitz bleiben. Also mach es dir bitte bequem. Ein guter Sitz, eine gute Sitzunterlage, vielleicht eine Decke zum Zudecken. Einfach ja, für die nächste Zeit etwas gemütlich machen, bitte. Wenn du das dann hast, dann kannst du jederzeit die Augen schließen.
Wir lassen jetzt die körperliche Yoga-Praxis hinter uns und wenden uns mehr und mehr den eigentlichen Kern von Sahasrara Chakra, dem Kronchakra oder dem Scheitelchakra zu. Du kannst auch ein Mudra nehmen, du kannst Daumen und Zeigefinger zueinander bringen, ein Kreis formen, die anderen Finger entspannen und entweder die Hand Innenflächen Richtung Hüfte, Oberschenkel oder Knie bringen oder die Hand Rücken dorthin bringen. Die Geste mit den Handflächen zu dir ist eher eine Geste nach innen, also ein Mudra, das für dich wirkt. Die Geste mit den Handflächen nach oben in die Welt ist eine Geste, die eben auch in die Welt wirkt. Je nachdem, wo du jetzt orientiert sein möchtest. Und dann schließ die Augen. Und öffne ein inneres Auge, das dich sieht, das einfach sieht, wie du sitzt. Das sieht auf symbolische Weise diese 7 Chakras, die entlang der Wirbelsäule aufgefädelt sind. Von unten nach oben. Und wenn du den Sitz so orientierst, dass diese Chakras genau übereinander sind, dann ist es auch ein gut aufgerichteter Sitz. Dann hast du eine innere Achse, eine innere Mitte. Eventuell spürst du sogar noch, wo du eben mit dem Scheitel in dieser gegrätschten Vorbeuge die Unterlage berührtest. Dann lass diesen Punkt, lass die Krone deines Kopfes nach oben streben, sodass du sie ausrichtest zur Welt. Beobachte die Atmung. Wie atmest du jetzt? Wie verändert sie sich, wenn du sie beobachtest? Du könntest diesem Atemstrom hinterher schauen, wie er nach innen in den Körper strömt, die Atemräume erfüllt und weitet, wie die Lungen sich ausbreiten und ausdehnen und mit dem Ausatmen wieder zueinander finden, wieder zurückfließen und Ausatemluft nach außen strömt. Du siehst, wie du atmest. Und da kannst du auch beobachten, dass jeder Atemzug etwas Neues ist. Kein Atemzug gleich dem anderen, denn es entsteht immer wieder neu.
Und die Nuancen sind doch immer wieder etwas anderes. Mal atmest du tiefer, mal ist der Atemfluss schneller, mal langsamer, mal sind es andere Atemräume. Mal ist ein Geräusch, mal nicht. Du kannst die Beobachtung machen, dass kein Atemzug dem anderen gleicht. Es ist immer wieder neu, immer wieder wert, es zu entdecken. Der Körper entspannt sich dabei, die Haut wird weich. Muskulatur gibt Anspannung ab. Sie wird durchlässig. Auch dein Gesicht kann sich entspannen. Die Kiefergelenke. Die Zunge, die sich ausruht. Die Lippen, die so liebevoll sich berühren. Die entspannen sich dabei. Die Gesichtszüge werden weich. Die Augen können sich erholen. Sie brauchen nichts suchen. Die Augenlider sind sanft geschlossen. Der Raum zwischen den Augen wird weit und weich. Auch die Stirn kann glatt werden. Und auch die Kopfhaut kann sich entspannen. So wird der Körper ein feines und lebendiges System. So fein und lebendig, dass er ganz ohne Widerstand, ohne Enge, ohne Anstrengung geatmet wird. Und so wirst du geatmet. Eine wunderbare Erfahrung. Du brauchst die Atmung nicht lenken, nicht beeinflussen, nicht kontrollieren. Du musst nicht auf besonders tolle Art und Weise irgendwo tief hinatmen. Du kannst das alles abgeben. Und dann bist du es eben nicht mehr, der atmet, die atmet. Du bist es, der oder die geatmet wird. Es atmet dich.
Etwas, das schon immer da ist. Es atmet dich. Es atmet ein, es atmet aus. Es atmet ein und die Atemluft strömt durch den Körper nach oben, in den Raum des Brustkorbs, den Raum des Herzens, vielleicht sogar weiter nach oben, symbolisch bis zur Krone des Kopfes und darüber hinaus. Und da oben, da kehrt die Einatmung sich um, wendet und wird zur Ausatmung. Es atmet aus. Und die Ausatmung fließt zurück nach unten. Durch den Scheitel, die Wirbelsäule entlang, die Chakren entlang. Bis zum untersten Chakra, bis zum Raum des Beckens. Bis zur Erde unter dir. Und da wendet sich die Ausatmung und er atmet es wieder ein und fließt dann von da unten, Chakra für Chakra nach oben, durch den Körper, durch die Wirbelsäule, bis ganz nach oben, bis zum Scheitel und darüber hinaus. Zum Himmel. Und er atmet es wieder aus und fließt durch die Chakras, durch dich hindurch, zurück zur Erde. Und das immer wieder neu. Es atmet dich. Du wirst geatmet.
würde ich einladen, den Blick auch zu den Wendepunkten zu bringen. Da, wo die Atmung sich jedes Mal wendet. Da, wo die Einatmung sich wendet und die Ausatmung entsteht. Und da, wo die Ausatmung sich wendet und die Einatmung entsteht. Das sind zwei sehr, sehr interessante Punkte. Das eine, das vergeht. Das andere, das entsteht. Im Wendepunkt der Einatmung, an dieser Fülle, entsteht die Ausatmung. Und im Wendepunkt der Ausatmung, in diesem Moment der Leere, entsteht die Einatmung und damit der Weg zur Fülle. Die Atmung verbindet Leere und Fülle. Was anderes entsteht auch im Maxima der Wendepunkte. Da, an diesem Maximum, da wo wirklich dieser Übergang ist, des einen Atemzugs zum anderen, an diesem maximalen Punkt, da hält die Atmung für einen kleinen Augenblick lang an. Sie hält ganz kurz im Maxima der Einatmung an und wendet sich zur Ausatmung. Und sie hält für einen kleinen Augenblick im Maxima der Ausatmung an und öffnet sich dann der Einatmung. Da ist für einen Moment eine ganz kleine Ruhe. Auch wenn wir das nicht immer wahrnehmen, aber das ist da. Und es ist auch da, wenn wir es nicht erzwingen. Für einen winzigen Moment ist da ein Innehalten, eine Ruhe. Eine Stille.
Atmung verbindet Lebendigkeit und Ruhe. Wenn wir diesen Moment dieser Stille, diesen Wendepunkt, dieses kurze Innehalten, wenn wir das wirklich beobachten, und sei es nur ein ganz winziger Augenblick, dann öffnet sich da schon etwas. Öffnet sich ein innerer Raum der Stille, ein Tor, das wir mit der Atmung öffnen. Ein Tor zu einem Raum der Stille in uns. Öffnet sich aus der Tiefe unseres Seins ein Raum der Stille. Innerer Raum, der sich ausbreitet. Der auch immer größer ist als wir selbst. Der universeller ist als wir selbst es sind. Ein weiter Raum der Stille und Gnade.
Es ist ein Raum, der größer ist als wir selbst. Größer, als wir ihn mit dem Verstand begreifen können. Und doch ein Raum, der sich aus dem innersten Kern des Seins entfaltet, der tief in uns immer da ist. Wenn wir aus diesem Raum diese Weite und Stille und Gnade, wenn wir aus diesem Raum wieder zurücktreten, dann doch mit der Gewissheit, dass er immer da ist, ein Teil unseres Seins, in der Tiefe des Seins. Und so wie wir diesen Raum mit der Atmung öffneten und dieses Tor aufmachten, so kehren wir über die Atmung aus diesem Raum wieder zurück. Er wird kleiner und kleiner und diffuser, wenn wir die Atmung wieder erfahren. Wenn wir beobachten, wie wir geatmet werden. Wie es atmet. Und da wird auch die Körperlichkeit und Physis wieder bewusst und greifbar. Unser Körper, wie er sich anfühlt hier im Sitz. Die Dinge werden greifbar, die wir berühren, die Sitzunterlage. Der Raum, der uns umgibt, wird erfahrbar. Dich die Hände vor dem Herzen zueinander zu führen und zu spüren, wie die Hände sich berühren, wie sie sich verbinden, wie sie eins werden. Dann atme tiefer aus beim nächsten Mal. Und wenn dann die Einatmung entsteht, dann öffne die Arme, breite sie zur Seite aus und führe sie hoch in die Welt. Und bring im Ausatmen die Hände zusammen zur Stirn, zum Mund, zum Herzen. Und öffne sie ein zweites Mal mit der Einatmung. Und bring sie mit dem Ausatmen zurück zum Raum des Herzens. Wenn du möchtest, dann lass eine Verneigung entstehen vor dir selbst, vor der Gewissheit dieses Raumes, der Stille in dir, der doch so klein ist, dass er in dir ruht, und so groß, dass er universeller ist als du selbst. Und dann bitte ich dich im Anschluss, die Augen wieder zu öffnen. Und damit sind wir am Ende dieser Reise durch die Chakras. Heute Sahasrara, das Kronenchakra. In der Yoga-Praxis, wenn wir uns diesem Chakra nähern, dann habe ich das heute so gestaltet, dass wir sie eher eine reduzierte Praxis erführen. Klassischerweise funktionieren Umkehrhaltungen recht gut. Also immer dann, wenn der Scheitel auch mal etwas berührt, den Boden beispielsweise, kann ein Kopfstand sein oder Ähnliches, was du magst. Die Erfahrung der Meditation ist ganz wesentlich für dieses Chakra. Und das ist oft auch etwas, das
Ja, das im Yoga eher hinten an ist. Da geht es meist um den Körper, um die Rückenschmerzen, Beweglichkeit, Kraft, Dehnung und Schlankheit und was auch immer. Das ist oft ego gesteuert. Ja, ich möchte etwas erreichen, ich möchte fitter sein, kräftiger sein, dynamischer, beweglicher, keine Ahnung was. Ja. Oder Schmerzen loswerden natürlich auch, ist auch ein wichtiger Grund. Auf der anderen Seite hat auch im Yoga Meditation Raum. Und vielleicht hat diese Praxis und diese Meditation ein bisschen Lust gemacht, in diesen Raum, in diese Vielfalt einzutauchen. Und das ist etwas, besonders dann, wenn wir nicht mehr auf etwas fokussiert sind in der Meditation, sondern wirklich diesen Fokus lösen und wirklich nur noch etwas wahrnehmen. Das kann Stille sein oder etwas anderes, ganz egal. Bewegung, Gedanken, was auch immer. Aber wenn wir uns nicht damit verhaften, sondern den Geist weiten und nicht auf etwas Bestimmtes uns einlassen, dann ist oft auch Stille, die entsteht. Manchmal ist es das Erste, das entsteht, manchmal das Letzte. Manchmal kommt sie zwischendurch und manchmal gar nicht. Aber es ist immer ein lohnenswerter Weg. Und da vereint sich viel. Zeitlosigkeit, während die Welt sich weiterdreht, Leere und Fülle, Bewegung und Ruhe. Eins werden und doch verbunden sein mit anderen. Da ist so viel möglich, so viele Erfahrungen. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Lust gemacht, diese Meditation darauf, das für dich zu entdecken. Im Alltag bietet sich für dieses Chakra an, wirklich auch Weite und Raum zu genießen, in die Natur gehen und mit ihr verbunden sein und ihre Schönheit erfahren. Denn wir sind auch ein Teil der Natur und manchmal sehr entfremdet von ihr durch die Technik und durch die Schnelllebigkeit der Welt. Oder auf den Berg steigen und wirklich auch die Aussicht genießen, die Weite und den Horizont beobachten, einen Sternenhimmel beobachten. Also alles das, was dir die Erfahrung bringt, dass du mit etwas Größerem oder mit Weite oder Raum verbunden bist. Im Yoga noch neben Meditieren, noch Pranayama natürlich, das ist immer die klassischerweise die Vorstufe zwischen der Yoga-Praxis des Körpers und der Meditation. Dann ist die Pranayama, also die Atemerfahrung, etwas sehr Schönes. Kapalabhati beispielsweise, die Feueratmung, wenn du sie kennst. Und dann Meditieren, das ist auch nochmal eine sehr schöne Idee. Ja, ansonsten, wenn das Chakra sich öffnet oder wenn du einen Zugang dazu hast, dann ist es oft ein Gefühl, eins zu sein, eins mit sich, eins mit der Welt, in Harmonie zu leben, verbunden zu sein mit den Dingen, die wir begreifen und erfahren und logisch sehen können, aber eben auch mit etwas Höherem oder Größerem verbunden zu sein, das über uns und das Ego und dessen Erfahrungen auch hinausgeht. Das Große und Ganze erfahren. Nicht nur das Klein-Klein, vielleicht das Göttliche, was auch immer das bedeutet für den einen oder anderen von uns. Ja, ich wünsche dir viel Freude. Danke, dass du mir heute die Zeit geschenkt hast. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Namaste.